Die Coronavirus-Zahlen heute wieder hoch. Mehr als 51.000 Neuinfektionen. Kommt dieser Wert für Sie heute überraschend? Nein, kommt nicht überraschend. Erstens, wie Sie schon gesagt haben, da die Schultests am Mittwoch eingerechnet werden, haben wir üblicherweise am Mittwoch immer den Tageshöchstwert im Laufe der Woche. Letzte Woche war das allerdings nicht der Fall. Dann haben wir auch Donnerstag und Freitag extrem hohe Werte gehabt. Also schauen wir mal, wie es diese Woche sein wird. Aber wir bewegen uns auf einem extrem hohen Niveau und daher sind Maßnahmen wieder notwendig und um die wird ja derzeit koalitionsintern heftig gestritten. Eine Verordnung soll es richten, es wird noch gefeilt, sie ist noch nicht komplett ausformuliert, es hapert noch an einigen Stellen, morgen am Donnerstag soll sie dann fertig sein. Unter anderem soll 3G zurückkehren. Bringt 3G in der heutigen Situation überhaupt noch irgendetwas, wo Geimpfte gleich infektiös sein können wie Ungeimpfte? Wäre es nicht besser, gleich eine 1G-Regel zu machen, also nur getestet? Die Maskenpflicht wird wahrscheinlich der Hauptbestandteil der neuen Maßnahmen sein. Und da gab es aber seitens mancher Wirtschaftstreibenden halt Vorbehalte. Und ist auch klar, also in der Nachtgastronomie wird eine Maskenpflicht nicht funktionieren. Und da wäre 3G oder 1G, nämlich nur testen, durchaus sinnvoll. Also warten wir mal, was rauskommt. Und ich hoffe, dass auch aus virologischer Sicht, dass diesmal ein guter oder vielleicht besserer als bisher Kompromiss sein wird. Auch mit dabei in dieser Verordnung sollen die Gratistests sein, die massiv zurückgefahren werden. Nur 5 Gratis-Antigentests sollen ab April zur Verfügung stehen und 5 PCR-Tests. Werden wir in Anbetracht so hoher Neuinfektionszahlen wie heute über 50.000 mit diesen 10 Tests überhaupt auskommen? Braucht es da nicht mehr? Naja, es wird wieder spannend werden, nicht? Weil dieses Rückfahren des Testregimes ab 1. April und der 1. April ist in einer Woche im Wesentlichen oder knapp über einer Woche. Und wir reden jetzt und diskutieren im Gegenteil sogar über eine 1G- oder 3G-Regelung, wo Tests natürlich ein ganz massiver Bestandteil dieser Regelung sind. Und jetzt sich festzulegen, wo eigentlich jetzt vermehrt wieder Tests gefragt sind, weil sie notwendig sind, dass wir in einer Woche wieder alle Tests total reduzieren. Also ich glaube, da manövriert sich die Regierung schon wieder mal in etwas hinein, das sie dann vielleicht wieder zurücknehmen muss. Ist denn nicht zu befürchten, wenn die Tests massiv reduziert werden, dass das Infektionsgeschehen noch höher ist, weil man dann quasi das Heft aus der Hand gibt, weil man dann kaum noch eine Kontrolle hat, weil viele Personen dann einfach sagen werden, selbst wenn es nur 5 oder 10 Euro kosten würde, das zahle ich einfach nicht? Natürlich, Herr Havlik, die Leute werden keine zusätzlichen Tests machen, wenn sie nicht gratis sind. Und daher, also haben Sie absolut recht, wir werden niedrigere Zahlen sehen, aber die Realität wird eine völlig andere sein, weil es deutlich mehr Infektionen geben wird, als die Zahlen dann anzeigen. Und wir können uns dann auf diese Zahlen einfach nicht mehr verlassen. Gar keine Frage. Viele freuen sich ja auf die sogenannte Saisonalität. In dieser Woche hält auch der Frühling so richtig Einzug hier bei uns in Österreich. 22 Grad sollen es am Donnerstag und am Freitag werden. Also man kann durchaus wieder draußen Mittag essen und muss nicht unbedingt die Indoor-Settings nutzen. Wie sehr wird uns denn die Saisonalität in diesem Frühling 2022 helfen? Weil die Zahlen sind ja noch immer sehr, sehr hoch. Wann geht es dann runter mit der Saisonalität? Also ich glaube, zu Ostern werden wir einen Rückgang sehen, definitiv auch bei den diversen Fehlern, die Bundesregierung gemacht hat. Und Hauptfehler Nummer 1 war eben am 5. März alles zu öffnen. Und diese Suppe löffeln wir jetzt aus. Dadurch kam es und wird es zu einer Verlängerung dieser Omikron-Welle kommen. Und das sehen wir ja bereits.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass zu Ostern die Zahlen sinken werden oder vielleicht schon, ja, vielleicht maximal eine Woche vor Ostern, dass wir bereits von einem Plateau in sinkende Zahlen übergehen werden. Und dann wird sich allmählich die Saisonalität zeigen. Es ist halt die Frage, einerseits haben wir jetzt gerade mit der Omikron-Welle sehr viele Infektionen. Es gibt auch doch eine gute Zahl, einen guten Prozentsatz Österreicherinnen und Österreicher, die geimpft sind. Demgegenüber steht aber, dass wir es mit einer sehr ansteckenden Virusvariante zu tun haben. Und dann aber auf der positiven Seite haben wir die Saisonalität. Also es wird sehr wohl, denke ich, ab Ostern werden hoffentlich bessere Zeiten anbrechen. In den vergangenen Jahren war immer wieder zu hören, wenn die Menschheit durchseucht ist mit dem Coronavirus, ist dann endlich Schluss. Und in Österreich stecken sich ja jetzt tagtäglich mehrere 10.000 Menschen an. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, täglich stecken sich so viele Menschen an, wie in das Wiener Ernst-Happel-Stadion hineinpassen, um sich das nochmal vor Augen zu führen. Könnte man jetzt davon ausgehen und optimistisch sein, dass es dann mit Corona bald vorbei ist, wenn diese Durchseuchung hier vonstatten ist, oder kann man sich dann immer wieder mit Corona anstecken? Ja, das ist das Problem. Dieses Corona ist halt ein viraler Atemwegsinfekt. Und wir wissen jetzt, egal ob nach Impfung oder durchgemachter Infektion, die Immunität hält nicht wahnsinnig lange an. Das liegt einfach am Erreger. Das haben wir generell bei viralen Atemwegsinfekten so. Das heißt, auch wenn jetzt die Menschen zu einem sehr hohen Prozentsatz die Infektion durchmachen, heißt das absolut leider noch nicht für Herbst und Winter. Denn die werden durchaus im Herbst und Winter wieder empfänglich sein für eine Infektion. Es wird natürlich sehr darauf ankommen, welche Virusvariante dann dominieren wird. Wenn wir Glück haben, wird es noch immer eine Omikron- oder Omikron-ähnliche Variante sein. Dann sollten wir einen gewissen Schutz haben, entweder durch die durchgemachte Infektion jetzt oder aber nach Impfung mit auf Omikron angepassten Impfstoffen. Die werden zur Verfügung stehen im Laufe des Sommers. Also da kann man sich vor der Herbst-Wintersaison impfen lassen. Ja, schauen wir mal. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir auf dem Weg hin zu einem saisonalen Virus sind. Das heißt, keine Lockdowns mehr, aber ähnlich wie bei der Grippe, jeden Herbst und Winter werden wir es wieder mit dieser Corona-Infektion zu tun haben. Wir können uns aber schützen durch eine Impfung dann, ja, vor Beginn der Herbst-Wintersaison. Abschließend, apropos Impfung, man hat das Gefühl, in den vergangenen Wochen ist die Impfung ein wenig in den Hintergrund getreten. Die österreichische Bundesregierung hat jetzt eine neue Werbekampagne gestartet, um hier doch wieder ein paar Menschen noch zur Impfung zu bewegen. Es wird aber noch immer mit dem klassischen Impfstoff geimpft, der vor gut 1,5 Jahren hier entworfen wurde. Wie sinnvoll ist es denn aktuell hier noch, eine Erstimpfung mit diesem Impfstoff durchzuführen oder einen Booster zu setzen? Also es ist definitiv noch sinnvoll. Also auch Erstimpfung ist sinnvoll und Booster, nämlich eben die Drittimpfung, ist absolut sinnvoll. Wir wissen, dass drei Impfungen sehr wohl auch gut gegen einen schwereren oder auch mittelschweren Verlauf mit der Omikron-Variante schützen. Also das macht absolut Sinn. Wenn wir über die vierte Impfung reden, da schaut so aus, dass jene Menschen, die ganz am Anfang dran waren mit der Impfung, dass sich die durchaus jetzt bereits eine vierte Impfung holen können. Es ist noch off-label, wird aber bald zugelassen werden. Also ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Der Rest kann meiner Meinung nach auf die angepassten Impfstoffe, die im Laufe des Sommers zur Verfügung stehen werden, warten und sich dann impfen lassen.